Es gibt ein Sprichwort. Wenn das Kamel singt, fühle ich mich nicht besonders wohl. Ich darf meine Kamele nicht enttäuschen. Wie ihr wünscht. Ich habe einen weiteren Schlag für unsere Sache ausgeführt. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Was für ein Held! Meine Kamele. Das kann jedem mal passieren. Endlich Frieden. Hey ho und willkommen zum 8. Spiel aus Gruppe B, dem Rückspiel von Templerschlange gegen Saladin Bergbaumeister. Wir sehen, die Konstellation oder die Ausstellung hat sich verändert. Saladin ist gegenüber von der Schlange und der Templer gegenüber vom Bergbaumeister. Wie immer mit 10.000 Startgold legen wir los. Ja, Tempo-Check sind wir bei 90. Auch wenn das immer auf 85 erstmal springt, aber nur wegen meiner Veränderung. Deswegen nicht wundern, wir sind bei 90. Und selbst wenn, so Kleinigkeiten, ich glaube, darauf kommt es echt nicht drauf an. Ja, bei Saladin haben wir Burg 2, die er, wie ich mittlerweile gesehen habe, ein gutes Stück schneller aufstellt. Zumindest seine zwei Türme hier, was schon ziemlich praktisch ist. Gut, Bergbaumeister, die Standardburg. Der Templer beschießt schon hier. Einerseits kommt das Störkatapult nach. Andererseits sein aufgestelltes Tribock ist halt echt für Nachbarn richtig mies, so ja, vom Farmenkrieg her, dass er die halt richtig schön zerballern kann. Ja, Templer mit seiner Burg 1, sag ich mal, also die ihr auch im Modpack habt, wenn ihr es downloadet, weil die anderen sind ja noch nicht drin. Die bringe ich dann mit raus, wenn es die Wurzelkasper KI 2 geben sollte. Und die Schlange mit der Burg 1. Eigentlich wäre ja die zweitbeste sozusagen von der Schlange die Burg 2. Aber da gab es das Problem, dass der Burggraben nicht zugebaut wird wegen den Farmen. Ich glaube, vorne waren es die ja, hinten wurde es nicht so eng. Es waren die Farmen vorne und hier. Es sei denn, ich werde jetzt böse überrascht, wird das die Schlange zubauen. Das ist einfach wichtiger, als dass die Burg vielleicht wirtschaftlich ein bisschen stärker ist oder dass man Turm ein bisschen besser von der Position steht. Daher die Wahl dieser Burg. Drittbeste der Schlange. Aber auch insgesamt gar nicht schlecht, weil hier viel Burggraben auch vorne ist und da muss Saladin sich dann spezielle Stellen suchen, wenn er die Schlange angreift, um durchzukommen. Und mit Burggraben ausheben, wissen wir bei den arabischen KIs, ist das so eine gewisse Schwierigkeit. Der Templer beschießt hier schon echt ordentlich, aber das ist halt auch eine seiner Stärken. Nicht nur mit den Störkatapulten, auch dann mit seinen Angriffen gut zu beballern. Bergbaumeister kommt mit einem Angriff, aber das ist noch nicht viel. Trotzdem, vielleicht kriegt er hier die Katapulte mit klein. Ja, eins schon mal. Und das andere auch. Das hat ihm doch schon mal ein bisschen was geholfen. Ja, das Tribock wird der Templer halt hier immer wieder aufstellen, weil das halt sein Verteidigungstribock ist, um Belagerungszelte zu zerschießen. Ja, immerhin das Tor ein bisschen lahmgelegt. Und der Vorteil ist natürlich, die Armbrustschützen schießen langsamer als die Bogenschützen. Da überleben ein bisschen länger die Tunnelgräber. Trotzdem, ich meine, der Bergbaumeister hat es da nicht leicht, irgendwo reinzukommen, weil halt seine Truppen einfach nicht viel aushalten. Ja, die Schlange geht über Kreuz. Da ist der Vorteil, dass Saladin vorne schon gut was aufgestellt hat, zumindest auch einige Schützen auf den Türmen hat. Da kommt jetzt nicht so viel an. Aber Schlange beballert auch wieder gut, obwohl es hier irgendwie, nee, ich dachte schon, ja, irgendwie auf das Gebäude oder auf die Holzfällerhütten teilweise. Ja, hier ist halt der Nachteil, Saladin baut keine Turmballisten vorne. Das ist halt schon ziemlich blöd, aber das hat er halt, glaube ich, auch wirklich nur bei der einen Burg. Keine Sorge, wenn es keine Probleme gibt, kommen auch noch die anderen Türme nach. Ja, ich würde sagen, die anderen soweit aufgebaut, wenn ich das so sehe. Gut, hier könnte noch ein Stall kommen beim Templer, wenn es da nicht Platzprobleme gibt. Gucken, ob er den noch baut. Ist wahrscheinlich eine Goldsache auch. Ja, denn hier haben wir es jetzt dieses Mal, dass der Templer wahrscheinlich nicht groß plus Gold machen wird, weil ja die Wirtschaft von der Burg einfach anders aufgebaut ist. Also nicht so stark wie die von der anderen Burg, aber auch
Teil mehr dann außen noch. Deswegen mit der anderen, mit seiner großen Burg, kommt er da deutlich weiter, was Geld sparen betrifft. Oh, nächster Angriff vom Bergbaumeister. Aber nur ein Katapult. Interessant. Eigentlich müsste er bis zu 3 aufstellen, aber gut. Ja, der Templer klärt hier schon draußen. Da wird nicht viel ankommen. Wenn überhaupt was ankommt. Und gleich noch die Raids hinterher schicken. Und auch sein wahrscheinlich erster Angriff, aber das ist noch nicht viel. Mal sehen, läuft hier unten was. Ja, Saladin greift auch an. Aber da kam er auch noch zu zaghaft vermutlich, dass er da bei der Schlange nicht weit kommt. Ja, wäre gut, wenn er seine Wirtschaft bald aufbaut, dass er hier, dass das schnell läuft für ihn. Dass er gut Plus machen kann. Weil ich verstehe noch nicht so ganz den Gedanken, warum sich Saladin so langsam aufbaut. Vielleicht für die 2000er-Spiele, dass das dann irgendwie besser ist. Ich bin halt echt jemand, der das immer mit 10.000 spielt. Also wirklich, ich mache auch keine Vorteile für irgendeinen, weil als Spieler finde ich es auch irgendwie fair, wenn ich auch 10.000 habe und meine Gegner auch. Dafür setze ich mir gerne auch mehrere Gegner hin, dass es trotzdem schwierig wird. Aber wie ich jetzt auch festgestellt habe im Austausch, dass ich halt das nicht mit 2000er getestet habe, also mit 2000 Startgold, ist ein gewisser Nachteil, weil manche KIs, vor allen Dingen morgen, ich weiß nicht, ob es noch andere betreffen wird, bauen sich halt dann bei 2000 nicht richtig gut auf. Und da kann es dann zu Problemen kommen. Deswegen, da will ich nochmal schauen, ob ich das verbessern kann. Bei morgen betrifft es halt die Pentagrammburgen, die, wovon sie am meisten hat. Bei der Totenkopfburg lief das ziemlich gut. Da danke an Xcara, beziehungsweise Quantilame, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, für die Tests dazu und die Erfahrungsberichte. Da will ich halt jetzt gucken, ob ich das auch hinbekomme, dass morgen auch mit 2000 einen guten Start hinlegt. Weil meine Tests sind halt wirklich alle auf 10.000 ausgelegt. Ja, Templer hier weiter am Beschießen, obwohl noch auf einer hohen Distanz. Obwohl, trifft das schon was? Ja, eher so die Farm. Aber das macht natürlich auch was. Der Bergbaumeister hat den Nachteil, dass er eigentlich nur mit Bogenschützen draußen was klärt. Also gut, er hat auch ein paar Patrouillen, wo dann noch Tunnelgräber mit dabei sind, aber die Sortie-Einheiten, also die zum Klären von draußen, schickt er, soweit ich weiß nicht. Ich denke mal, das liegt daran, dass es Tunnelbauer sind, dass es deswegen nicht geht. Also dass die einfach nicht dafür gedacht sind, rausgeschickt zu werden. Templer hier unbedingt den Holzfäller killen, aber den kommen sie nicht nach. Zumindest nicht, wenn sie immer noch eine Pause anlegen. Oh, das müssen müde Pferde sein. Schlecht gefüttert. Jetzt haben sie auch keinen Bock mehr. Ja, das gibt's denn nicht. Ich meine, okay, der Templer hat halt auch nur Kühe und ein bisschen Hopfen. Gut, weiß nicht, ob man Hopfenpferde geben kann. Und, ja, Milch ist wahrscheinlich auch nicht das Beste von Kühen oder Käse. Ja, kein Wunder, dass die Pferde lahmen. Und zumindest Gras gibt es ja. Oh, das waren die von der Schlange. Ich dachte gerade, dass der Templer hier einen Katapult klärt, aber nee. Das ist ja von der Schlange eins. Ja, Bergbaumeister verliert hier schon so seinen Turm und wird hier ziemlich zerschossen vom Templer. Kommt noch die Schlange, aber ich denke mal, ja, da hat er genug Bogenschützen, der Bergbaumeister, um das zu klären. Saladin alle Türme aufgestellt. Jetzt muss er nur noch mit der Wirtschaft nachkommen, dass das rund läuft. Und dann natürlich seine Angriffe raushauen. Denn der Kill wird auf jeden Fall wichtig, den sie vor allen Dingen gut gegen die Schlange machen können. Gegen Templer wird es deutlich schwieriger. Mal sehen, goldtechnisch, ja, da wird aber die Schlange erstmal das Ziel sein, da der Templer hier halt nicht das Gold sparen kann. Bergbaumeister haut gut was raus. Ich meine, ich gehe mal davon aus, dass es beim Templer nicht so viel bringt, aber wenn er ihm ein bisschen Schaden macht oder ihn damit stört, ist das auf jeden Fall auch was wert für das Team. Templer schon wieder mit ausgeritten. Ja, wenn die Pferde schon nicht gut gefüttert werden kann, muss man sich schon wenigstens noch weitere Pferde holen, bevor die verhungern. Obwohl, dann kann man sie ja noch schlechter füttern, weil dann ja noch weniger da ist. Schwierige Situation.
Vielleicht sollte er auf Kamele umsteigen. Die sind eventuell in der Wüste pflegeleichter. Und bestimmt auch hitzebeständiger. Ah, da macht er halt gut was kaputt. Gerade beim Bergbaumeister, die Wirtschaft hinten, das bringt ihn halt das meiste Gold ein. Das tut weh. Andererseits, er hat halt nicht so hohe Ausgaben, aber er ist beinahe null vom Gold. Das ist halt auch übel. Ansonsten weiß ich nicht, ob das vielleicht zu Missverständnis in den zu den Kommentaren kam, weil ich hatte da ja mal wegen Spoilern geschrieben, also ihr könnt da gerne posten, auch was zum Spiel selber, also was weiß ich, wie das Spiel ausgegangen ist, eure Meinung dazu, wie das gelaufen ist, was weiß ich, was es für Überraschungen gab, worauf ihr Bock habt einzugehen, wenn ihr denn was schreiben wollt, ist natürlich euch frei überlassen. Also ihr müsst euch da keine Sorgen mit Spoilern machen, das war nur auf diesen einen Kommentar bezogen, wo es mir halt einfach ging, darum ging herauszufinden, was für eine Meinung ihr habt, wer gewinnen wird. Und falls sich da die Leute den ersten Kommentar, den ich angepinnt habe, durchlesen, dass die halt nicht gespoilert werden. Aber ich glaube, ich mache jetzt keine Meinungsumfragen mehr. Die könnt ihr, wenn ihr Bock habt, einfach so schreiben. Wie gesagt, ihr könnt auch gern was zum Spiel schreiben, wie das denn gelaufen ist. Dann rate ich nur jetzt grundsätzlich allen, die das Spiel noch nicht gesehen haben, beziehungsweise sich nicht spoilern lassen wollen, dann eben noch nicht in die Kommentare zu schauen, sondern erst, wenn ihr das Spiel gesehen habt. Oder wenn ihr euch spoilern lassen wollt. Deswegen, falls ihr Bock habt, haut einfach rein. Schreibt, was ihr wollt. Gut, Beleidigungen dergleichen muss nicht sein. Aber davon gehe ich auch nicht aus. Ja, noch ein paar Kühe oder Ochsenschlachten, die ein bisschen kaputt machen. Also der Templer, das ist halt echt... Da ist er ähnlich wie der Kardinal, hier ordentlich stören, dann noch gut draufschießen. Da kommt auch schon sein nächster Angriff. Schlange kommt auch dazu. Kann dann noch zusätzlich stören. Aber Saladin steht jetzt wenigstens auch komplett. Das ist wichtig für das Team. Mal sehen, wirtschaftlich. Ja, läuft es bei ihm aber noch nicht so. Gibt er wahrscheinlich noch zu viel aus. Ja, Templer macht hier fast den Bergbaumeister Konkurrenz mit seinen Tunnelgräbern. Die um ihre eigenen Tunnel erstmal drumherum graben. Das ist doch auch mies. Das ist bestimmt schon... Das ist doch eine Scheißarbeit, so alleine so einen Tunnel zu graben, so eine weite Strecke. Dann musst du auch noch so einen Bogen hier drumherum graben. Dann noch die Hitze der Wüste. Obwohl, vielleicht so ein Tunnel ist eigentlich wahrscheinlich sogar mit die beste Stelle. Wenn es mal bullig heiß ist, gräbst du so in deinen Tunnel. Ha, endlich schön kühl. Aber ich glaube, das ist noch zu zaghaft hier vom Templer. Weil der Bergbaumeister, wohl hat der... Na gut, viele Truppen hat er nicht, aber ich glaube, das reicht trotzdem nicht. Wohl schwer zu sagen. Muss auf jeden Fall der Bergbaumeister nachholen und da haut ihn halt der Templer gut die Wirtschaft weg. Mal gucken, Minimap ist nicht so viel los. Dass Saladin hier Farmen kriegt, das ist halt immer mies für ihn, was Angriffe betrifft, aber ich glaube, da kann er sich noch ganz gut auch gegen die Schlange halten. Ha, Templer, hier sehen wir noch teilweise die Steine fliegen. Das ist halt echt übel. Mal sehen. Ja, okay, jetzt sind die geklärt. Die Trieböcke. Und da braucht der Templer lang, um sich durchzuklopfen. Was gut für einen Bergbaumeister ist. Aber er kommt halt mit seinen Truppen nicht hinterher. Was sonst ja seine Stärke ist. Hier wird er halt ziemlich zerlegt. Mal sehen, ob sie wieder den Todesklumpen haben. Ja. Hier stehen halt keine Ahnung wie viele, wahrscheinlich um die 20 plus auf einen Klumpen und das haut halt rein mit dem positiven Angstfaktor. Aber der Templer reitet noch in die Burg. Wenn er jetzt nicht gerade zum Klumpen reitet, kann er da auch noch gut was an Schaden anrichten. Autsch. Er reitet wieder raus. Ja, die Pferde wollen lieber zum Gras. Gibt es eher was zu futtern? Boah, da wird er gut auseinandergenommen. Deswegen, der Templer ist schon, wie ich finde oder wie ich sie auch eingeschätzt habe, echt einer der stärksten KIs. Im Beschuss auch stärker als Morgan. Er hat halt so ein bisschen manchmal Verteidigungsdefizite. Gut, man kann sagen, bei den Armbrustschützen, seinen fetten Türmen, das ist nicht wirklich ein Defizit. Gut, aber zumindest im Verhältnis zu manchen anderen ist die Verteidigung nicht so extrem gut. Aber sein Beschuss ist halt echt richtig gut. Denn Schwertkämpfer sind teilweise heftig, zumindest im späteren Spiel, und wir sehen, was der halt mit der Wirtschaft alles anstellen kann.
der Bergbaumeister ist ja schon einer, der gar nicht so viel Wirtschaftsleistung, sage ich mal, braucht. Obwohl er halt auch mit dem positiven Angstfaktor einen ziemlichen Nachteil hat, was das Gold betrifft. Andererseits, dafür sind seine Tunnelbauer gut gelaunt und halt auch ein gutes Stück stärker. Genauso seine Bogenschützen. Denn die hauen halt eigentlich sonst ja gar nicht so rein, aber beim Bergbaumeister wie auch bei Robin Hood sind die dadurch auch zumindest okay gegen Reiter. Oder auch gegen Gepanzerte. Und das ist halt zumindest in solchen Kämpfen auch wichtig. Vielleicht wichtiger als dann immer Gold zu horten, weil, wie gesagt, wenn der Bergbaumeister nicht so gestört wird, dann kriegt der auch gut was raus. Das Saladin kommt mit Wirtschaften nicht nach und irgendwie, wenn ich nicht wieder einen Angriff verpasst habe, haut der da auch nichts raus. Das ist auch ein Grund, warum ich Saladin nicht mehr so hoch eingestuft habe, weil irgendwie in den KI-Kämpfen lief es meistens nicht so gut. Und da hat er ja sogar auch mit den Khan zusammengespielt, was eigentlich eher schlechter lief als mit den Bergbaumeistern, weil der Khan halt so schnell gestorben ist, aber ich weiß nicht. Weil sonst in Vanilla ist ja Saladin echt gut. Obwohl ich fand ihn da auch eher in der Verteidigung und in der Wirtschaft immer gut so. Von Angreifen fand ich, war Saladin auch nicht so top. Also da habe ich mich selten, wenn überhaupt, mal bedroht gefühlt. Vielleicht auch, weil da so langsam und so wenig kommt. Weil sonst, seine Burg ist ja echt ziemlich gut. Für mich, für meinen Geschmack, die Ballisten könnten eher noch mindestens mal eine vorne sein. Die finde ich hinten ein bisschen verschwendet. Klar, da hauen sie auch noch rein, aber sagen wir es mal so, hier zum Beispiel eine Balliste hin, dafür hier noch eine Mange, fände ich eigentlich viel besser. Da könnte er vorne was klären, die Mange ist trotzdem noch effektiv, da hat er auch noch einen, um vorne Truppen wegzuballern. Aber naja, hat er halt alles hinten, außer bei der anderen Burg, bei der Fünfer war es ja nur. Ja, Schlange steht noch gut, deswegen Saladin macht's, oder ist noch sehr gemütlich im Vorgehen, aber da kommt ein bisschen was. Vielleicht reißen die Schützen hier ein bisschen, weil die Schwertkämpfer sind noch etwas wenig. Gucken wir mal, was Saladin da anstellen kann, denn das brauchen die echt hier einen Kill. Andererseits, Templerschlange brauchen auch den Kill, weil dann kommen sie auf den Gleichstand mit Großvisier Schwein und Morgenratte. Denn, ja, sonst wird's auch eng fürs Finale. Weil dann, allerdings, es wird dann wahrscheinlich eine sehr spannende Situation. Mal gucken, ob er es hier schafft, was anzuzünden. Zwei Ballisten sind gut. Da wird die Schlange eventuell nicht gleich klären. Andererseits schießt er gerade mehr auf die Schützen. Obwohl, geht hier auch was auf die Wirtschaft? Ja, auch ein bisschen. Mal sehen, ob er es schafft. Weil er hat dann noch gut was stehen, wenn die Schlange brennt. Ja, verbrennt Saladin erstmal seine Truppen vermutlich. Ist zeittechnisch vielleicht nicht praktisch, aber könnte sonst Gold wird sein. Ja, natürlich erstmal die Holzfällerhütte anzünden. Das ist mal wieder typisch. Moment, sind schon wieder alle Schwertkämpfer tot. Oh Mann, das ist echt krass. Teilweise wie. Ach nee, die gehen hier rüber. Die Lagerhäuser liegen brach. Ah, ich sehe es. Der Templer hat mehr Gold. Ja, und der Bergbaumeister hat hier echt ein Problem jetzt. Templer perfekt, Trieböcke aufgestellt, vielleicht sogar fast einen Tick näher hätte getan. Vier Stück ist ordentlich und ordentliche Menge Schwertkämpfer. Da hat der Bergbaumeister halt auch nichts mehr. Gut, noch seinen Todesklumpen, aber da wird der Templer gleich auch einen bilden. Das wird ihn an der Menge locker reichen. Da hätte der Bergbaumeister noch seine Armee drin haben müssen. Ja. Eine Botschaft. Meine Zeit neigt sich dem Ende zu. So sieht's aus, Bergbaumeister. Aber er hat sich schon eine Zeit lang gehalten, deswegen finde ich, ist er als Partner-Tank wertvoll. Das war auch mein Gedanke, ihn ins Team mit Saladin zu setzen, dass Saladin einfach mehr Zeit hat, sich aufzubauen. Eigentlich ähnlich wie beim Wolf, der mit Woolsack eigentlich, sage ich, wirklich gut dran wäre, aber ja. Haben trotzdem beide so ihre Probleme. Ja, Saladin hat es wohl nicht geschafft, die Schlange anzuzünden. Es wäre jetzt für ihn von großem Vorteil gewesen, dann hätte er vielleicht mit dem nächsten Angriff was reißen können. Andererseits, wir werden sehen, dass er wahrscheinlich nicht die Schlange angreifen wird, weil der Templer Gold hat. Wenn er das jetzt nicht alles zum Fenster rausschmeißt oder die Schlange irgendwie es nachholt, Gold zu machen, wird das halt hier ziemlich mies für Saladin. Weil auf den mit dem meisten Gold zu gehen, ist halt, ja, problematisch.
Denn das ist halt, wie wir ja wissen, einfach so das Problem, sagen wir, Saladin schafft es jetzt total, die Schlange zu zerlegen, aber nicht zu killen. Schlange hat kein Gold mehr. Templar hat dann Gold, also wenn diese Situation eintritt, dann geht Saladin, anstatt die Schlange zu killen, beim nächsten Mal auf den Templar. Wieder auf den Templar, wieder auf den Templar, bis sich die Schlange aufgebaut hat. Dann geht er wieder auf die Schlange und so weiter, bis er wahrscheinlich irgendwann tot ist. Deswegen, der Goldpriorisierung ist problematisch. Gut, gegen Woolsack wäre es interessant, weil der ja nicht so stark ist und eigentlich fast immer Gold hat. Da wäre es vermutlich nützlich. Und okay, der Templar hat wieder gut Gold rausgehauen. Die Burg ist echt nicht als Sparschwein geeignet oder Sparkreuz. Und die Schlange überholt gerade, also vielleicht. Ich meine, die Schlange, das ist das Gute ja sogar, dass sie nicht gebrannt hat. Dadurch hat Saladin bessere Chancen, die Schlangen anzugreifen. Ja, hier wieder ein bisschen Farmkrieg, aber den scheint Saladin gut zu dominieren. Das ist halt auch gut. Mal sehen, wie viel hat er? 3, 4 bis 5, vermutlich sogar 5 positive Angstfaktor. Und dann noch die schneller schießenden arabischen Bogenschützen. Da wird er sich gegen die Schlange gut behaupten können. Besser zumindest als gegen den Templer. Aber der wird wahrscheinlich hier auch bald dazukommen, die Wirtschaft noch ziemlich stören. Oder auch natürlich einen dicken Angriff raushauen. Kreuzzug beginnt. Ja, und da ist er ein starker Kreuzritter. Wieder auf die Holzfällerhütten ballern, Saladin. Ja, man könnte ja vielleicht die eigenen Truppen treffen, aber nein, die Holzfällerhütten. Die sind so schlimm, denn Holz, ja, na gut, Holz ist in der Wüste knapp. Muss man gut verteidigen. Da kann man ruhig mal seine eigenen Truppen zermatschen, ne? Was Saladin hier mit seiner Katapultkarawane ist eigentlich auch gut, wenn er sie halt nicht hier in so einen riesen Bogen schicken würde und. Bei der Schlange ist das halt jetzt auch nicht so wesentlich. Und? Ja, da hat er jetzt nur einen Tribok richtig aufstellen können. Da sind Saladins Patrouillen hier vorne gut was wert. Mal sehen, ob da der Angriffstrupp weit kommt vom Templer. Ah, hier sehen wir auch seine Pikeniere, weil Saladin einen Burggraben hat. Da hat der Templer ein paar, die er sonst nicht rekrutiert. Das kann halt auch sein, dass ihm das zusätzlich aufs Gold geht, weil ich glaube, dafür hat er nur ein Wirtschaftsgebäude oder zwei oder so. Also richtig wenig, wenn überhaupt, um Pikeniere zu Piken zu produzieren, sagen wir es so. Ja, da macht er halt noch zusätzlich die Wirtschaft kaputt und die braucht Saladin. Deswegen, das macht der Templer einfach ein gutes Stück besser als der Wolf. Er greift regelmäßig und effektiv an. Und er zerstört noch zusätzlich die Wirtschaft. Gut, und er hat auch noch einen etwas besseren Beschuss. Dafür ist halt seine Burg nicht so stark. Ja, da hat sich halt Saladin sehr gut mit seinen Feuerwerfern aufgestellt. Da kann er einiges abbrennen. Aber seine Wirtschaft liegt, glaube ich, gerade komplett lahm. Ja. Das Tor wird auch zu sein. Das ist halt, obwohl, das heißt komplett, hier drin läuft es ja trotzdem noch, aber es kommt halt gerade außen nichts rein. Und hier hat er den Vorteil, er hat ja den positiven Angstfaktor-Bonus und der Templer den negativen von minus 2. Das heißt, seine Schwertkämpfer, wenn er sie gescheit nutzt, können da gut was klären. Aber er muss halt so langsam auch mit Angriffen rauskommen, um was bei der Schlange anzurichten. Und die beiden vorderen Türme werden schon mal ziemlich teuer. Der Templer hat da auch Laune weiter zu stören. Ja, lieber die Apfelfarm. Wir haben eh die Premium-Rüstung. Die Bogenschützen stören uns nicht so. Wir machen mal ein paar Apfelfarmen kaputt. Na, immerhin macht er nicht so... Doch, ich wollte es gerade sagen, er macht nicht Richards Stil, aber schießt so seine Pferde trotzdem kaputt. Mal sehen, trifft er noch ein paar? Nee, macht Saladin dieses Mal. Aber auch da das Feuer praktisch. Aber puh, da hat Saladin schon bei einem recht frühen Angriff ordentlich was abbekommen.
Ich glaube, hier geht es jetzt wirklich hauptsächlich noch darum, dass Saladin einen Punkt macht, indem er die Schlange noch irgendwie killt. Wenn es ihm denn goldtechnisch gelingt. Ja gut, der Templer hat einen langen Angriff gemacht. Mal gucken, wenn er das Gold raushaut, hat Saladin noch Chancen, die Schlange anzugreifen. Ansonsten wird er den Angriff gegen den Templer ziemlich verbraten, denn da muss er schon echt viel raushauen, um den Templer zu killen, der ja jetzt auch seinen Angriffstrupp rekrutiert. Ja, das ist das Problem von Saladin, Bergbaumeister. Die Angriffsziele. Gut, der Bergbaumeister geht immer auf den nächsten, aber ist auch nicht immer praktisch. Zum Beispiel gegen Templer, nur gegen die Schlange. Das ist halt so ein Team, da hat der Bergbaumeister eigentlich gar nicht so gute Karten. Grundsätzlich, weil gegen die Schlange nützt er nicht viel. Die hat so viele Bogenschützen. Gegen Templer, da braucht er auch eine Riesenarmee, um da irgendwie viel reißen zu können. Er ist da halt echt besser gegen, was weiß ich, KIs wie gegen das Schwein. Ich überlege, wenn noch halt allgemein welche, die entweder nicht so viele Schützen haben oder halt nur ein paar Armbrustschützen. Gut, klar, die Ratte, aber da ist so ziemlich jeder gut gegen. Ja, da geht weiter die Wirtschaft kaputt. Wieder Farmkrieg. Schon allein dafür ist das, was die Schlange hier macht, Gold wert. Also für das Team, das ist richtig gut. Weil dadurch ist Saladin gut beschäftigt und der Templer kann hier problemlos angreifen. Weil der halt überhaupt nicht gestört wird. Gut, er hat jetzt wieder sein Gold rausgehauen. Kann sein, wenn Saladin Angriff startet, dass der... Obwohl, jetzt hat er auch wieder Gold. Wahrscheinlich ja, weil er seinen Angriff raushaut. Da sehen wir mal, wie schnell der Templer dann... Okay, ich wollte es gerade sagen, mit dem Gold nachkommt, aber wahrscheinlich hat das jetzt hier für seine Belagerungsgeräte ausgegeben. Ja, dir einfach mal der Schlange demonstriert. Ja, lass hier aufstellen. Schau mal, Schlange, ich habe tolle Trieböcke. Kannst du das nicht auch? Dann wären wir hier viel effektiver. So sehen die Dinger aus. Bau sie mal, so nach dem Motto. Gar nicht, um die hier groß einzusetzen, einfach nur zur Demonstration. Wir sehen ja die Ramme. Obwohl, steht noch gut. Hat den Turmzaun. Ja. Das ist übel. Für Saladin. Ich könnte mir vorstellen, dass er sich hier trotzdem noch ganz gut hält, einfach weil der Templer zum einen lange braucht, um reinzukommen, zum anderen Saladin noch viele Truppen hat. Also das Feuer ist halt echt kritisch. Aber er muss halt auch Angriffe raushauen. Die fehlen ihm. Ach, da ist der Kornspeicher. Ich dachte gerade, wollt ihr jetzt das Brot den Schwertkämpfern geben? Liebe Bäcker, das... So ein bisschen die bestechen. Hier, nehmt das Brot, aber lasst uns in Frieden. Haut ab. Ja, für die, die das Tutorial geschaut haben zur Wurzelkasper KI, ich hoffe, das war verständlich. Vielleicht könnt ihr mir da ja Rückmeldung geben, die darauf, sage ich mal, angewiesen waren oder die es jetzt genutzt haben, ob es jetzt geklappt hat, ob das bei euch läuft. Oder grundsätzlich, ob ihr auch mit der Installationshilfe gut klarkamt, ob das jetzt so verständlich ist, weil ich es einfach schade fände, wenn es nicht klappt, dass ihr nicht die Wurzelkasper-KI installieren könnt. Weil dafür habe ich sie ja hochgeladen, dass sie jeder nutzen kann. Wenn das nicht klappt, wäre schade. Ja, Templer weiter hier am Stören. Da frage ich mich, ob Robin Hood sogar besser gegen den Templer teilweise das klären könnte als Saladin. Zumindest gegen die Störenheiten, weil der teilweise so viele Bogenschützen hat und diesen Wirtschaftsumweg macht, also den Gegnern anbietet. Da bin ich gespannt. Weil das überlege ich auch, wenn ich dann den neuen raushaue, also wahrscheinlich ja Richtung Kreuzzug und drumrum, so vom Thema. Ob ich da dann nochmal ein Turnier mache. Und da bin ich auch gespannt, wie sich Robin Hood oder meine anderen gedachten Charaktere halten. Und ich habe da schon einige coole Ideen. Ich bin auch gespannt, wie sie sich umsetzen lassen, weil ich noch nicht so viel testen konnte. Ja, dieses Mal hat der Templer sich besser aufgestellt, obwohl noch zwei, ja, Schlange hier. So sehen die Dinge aus. Ich habe sie dir jetzt oft genug gezeigt. Bau sie endlich mal. Und hier noch aus nächster Nähe.
Das Katapult. Ui. Okay. Ob das jetzt die Schlange war? Oder ob das wieder Saladins Taktik ist, ja, Hauptsache überleben, ich zünd was an, so nach dem Motto wie bei Philipp in Utwins Turnier. Eigentlich können die sich ja nicht selber anzünden. Aber er hat es auch schnell scheinbar wieder gelöscht. Außer hier außen, wenn sich das jetzt nicht noch ausbreitet. Das sollte er schnell löschen, sonst wird das hier kritisch. Shit. Das ist übel. Und gerade jetzt kommen auch keine Angriffe mehr, dass es ihm was nützen würde. Da war halt noch das Tor zu. Das ist richtig kacke für Saladin. Okay, sagen wir mal, jetzt ist es wirklich gelaufen, dass auch höchstwahrscheinlich kein Kill mehr kommt. Dabei hat die Schlange nicht mal Triebböcke bauen können. Fände ich aber zugegebenermaßen auch sehr komisch, wenn die Schlange Triebböcke aufstellt. Ich finde, zum Templer passt es gut, weil irgendwie so gerade zu Kreuzrittern. Und der hat ja auch richtig viele. Das einzige Problem, was er echt immer mal hat, dass er sie halt echt mies aufstellt. Da hat er mit Katapulten eher Vorteile, dass er die nachrücken kann. Boah, immerhin hat er noch ganz gut hier löschen können. Aber viel bleibt da nicht mehr übrig. Und der Templer beschießt weiter. Wahrscheinlich kommen auch bald seine Reiter nach. Ja, angriffszieltechnisch hätte jetzt Saladin wieder den Vorteil bei der Schlange, aber da muss ein Wunder geschehen, dass der überhaupt noch einen Angriff nachhaut und nachschickt. Die Schlange hat auch wieder gut Truppen. Schießt hier auch noch zusätzlich. Jetzt müsste der Spruch kommen, wo ist eure Burg? Denn das geht hier langsam so in die Richtung. Und das ist das, was ich eigentlich auch von Team Richard Kardinal erwarte, wenn es gut läuft und die nicht zu sehr in die Defensive gedrängt werden, dass die Burgen so zerlegen, weil das die beiden Zertrümmerer eigentlich sind. Gut, der Templer auch. Die Schlange etwas weniger. Okay. Da hat er auch nichts mehr. Nicht mal mehr. Hier Feuerwerfer. Ja, Saladin, da bringt doch kein neuer Plan mehr was. Ihr seid mächtig in der Schlacht. Doch seid ihr auch gerecht. Ich ergebe mich eurer Gnade. Da haben wir es. Wieder mal recht eindeutig. Hier haben sich Templer Schlange deutlich besser geschlagen. Da hatten sie mit Morgen größere Probleme. Ja, wir gucken uns die Statistik hier noch an. Natürlich dann nur noch die Punkte und die Punktestatistik. Ja, Saladin hat halt richtig viele getötet, aber er war halt auch wirklich mehr defensiv tätig als offensiv. Mal sehen, verlorene Truppen. Die Schlange, gut, sie hat halt die billigsten oder schickt halt auch die meisten raus, sind wahrscheinlich auch viel feldertechnisch. Aber goldmäßig hat Saladin trotz seinen positiven Angstfaktor-Bonus hier am meisten gewirtschaftet. Er war halt zu wenig aggressiv. Gut, alles wollen wir uns nicht angucken, aber Templer wieder so viel Gebäude zerstört. Rekrutierte Truppen, Schlange. Ja gut, hat aber auch die günstigsten Truppen. Gut, dann haben wir das Ergebnis und wir sehen uns gleich bei den Punkten. So, hier haben wir die Ergebnisse. Oder das Ergebnis von dem Spiel. Ein 3:0 für Templer Schlange. Und ja, wir sehen hier die nächsten Runden, wie die aussehen. Also einmal Wolf Wulzek gegen Richard Kardinal wird unser nächstes Spiel sein. Also wir machen ja dann wieder weiter mit Gruppe A. Hin- und Rückspiel, jeweils immer. Dann Saren Marshall gegen Wächter Khan. Dann haben wir wieder Gruppe B mit Morgan Ratte gegen Saladin Bergbaumeister. Und dann Templer Schlange gegen Großvisier Schwein. Und dann werden wir eventuell sehen, wer dann im Halbfinale ist. Aber das muss noch nicht sein, denn wenn wir uns hier die Statistik von Gruppe B mal anschauen, haben wir momentan 3 Teams mit 8 Punkten. Und jetzt kommt es halt sehr darauf an, wie sie die nächsten Spiele machen. Das wird auf jeden Fall noch spannend. Und wer dann welchen Platz belegt, wenn wir, sage ich mal, 2 auf Platz 2 haben oder auch 2 auf Platz 1, dann würde es ja zu diesem Extraspiel kommen, wovon ich erzählt habe oder was ich mal so festgelegt habe, dass eben alle Teams nochmal antreten, also 8 KIs auf einer Map in ihren Teams, halt auch nebeneinander natürlich, und die sich dann kloppen sozusagen um den ersten Platz oder den zweiten, je nachdem, worum es halt dann für die geht, die ja auf den gleichen Stand mit den Punkten sind.
Deswegen eventuell kommt es gerade bei dieser Gruppe zu dieser Konstellation. Das hängt halt jetzt echt davon ab, wie sie beim nächsten Mal spielen. Ob da einzelne Punkte dann noch eine Rolle spielen. Was weiß ich, ein einzelner Kill, der es dann schon macht, dass, was weiß ich, ein Platz anders ausfällt als, ja, bei den anderen. Ich denke, ihr wisst, wie ich es meine. Ja. Das dazu, ansonsten, ihr könnt ja gerne mal schreiben oder tippen, wer ihr glaubt. Gerne auch nochmal bei Gruppe A, aber auch bei Gruppe B jetzt vor allen Dingen, weil da haben wir jetzt die Runde abgeschlossen. Wer ihr glaubt, wer da den ersten, wer den zweiten macht, ja, gerne auch dritten, vierten. Also, wie sage ich mal, das Ranking am Ende aussehen könnte, eurer Einschätzung, eurer Meinung nach. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao. Endlich Frieden.